kommst du mal bitte? Leon! Leon, was ist passiert? Oh, Leon! Leon, was ist passiert? Leon, hast du dir irgendwas getan? So, pass mal auf. Hast du dir weh getan? Was ist denn passiert? Tut dir irgendwas weh? Sprich mal bitte mit mir. Ach, komm mal her. Klinik am Südring. Die Familienhelfer. Nach dem Unfall mit einem Regal hat der Kinderarzt der Mutter des Sechsjährigen bestätigt, dass ihr Sohn mit einem Schrecken davongekommen ist. Weil der Vorschüler allerdings seit Wochen nur noch eine Art eigene Geheimsprache spricht, hat der Mediziner Familienhelferin Rosella Blumenthal empfohlen. Hallo Leon. Ja, okay. Wie Sie hören, Quatschsprache, Geheimsprache, wie auch immer. Ja. Nur noch rund um die Uhr, 24 Stunden. Ich kriege keine gescheite Antwort mehr von ihm. Ich zerbreche mir hier den Kopf. Also ausschließlich? Ja. Wie lange ist das denn? Seit ein paar Wochen ungefähr. Also auch im Kindergarten. Er ist ja ein Vorschulkind. Mhm. Und hat vorher eigentlich immer gerne beim Vorschulunterricht teilgenommen. Und kennt auch das ganze ABC auswendig. Aber er spricht nur noch in dieser Sprache, auch im Kindergarten. Mhm. Gab es denn sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Nein, eigentlich gar nicht. Also der ausschlaggebende Grund, warum ich angerufen habe, war, vor ein paar Tagen hatte er oben einen kleinen Unfall. Ah, da kommt, glaube ich, auch mein Mann. Mhm. Ihm ist ein Bücherregal auf die Beine gefallen. Ja. Und er hat mir keine klare Antwort gegeben, was irgendwie, ob ihm was wehtut, was passiert ist. Nichts, gar nichts. Verstehe. Hallo, Schatz. Hi. Hi, Leon. Na, wie war dein Tag? Schön. Tillmann, hallo. Tut mir leid, dass ich etwas später gekommen bin. Wir hatten noch eine Lehrerkonferenz. Ja, und deswegen zog sich das so ein bisschen, sonst wäre ich schon eher hier gewesen. Ich würde Sie gerne bitten, ich würde gerne mal mit Leon alleine sprechen. Ja, gerne. Ich glaube, der ist hochgeflitzt. Ja. Sein Zimmer ist oben? Ja, die zweite Tür. Die zweite Tür, genau. Okay, dann gehe ich mal zu Leon. Hat schon bei der Kasse? Ja, ich glaube, Leon war sehr überrascht, als ich reinkam, dass ich das aufgegriffen habe, dass ich mit ihm in seiner, oder was heißt in seiner, aber auch in der Geheimsprache gesprochen habe. So habe ich eben versucht, mich dem Jungen anzunähern, ein Stück das Eis zu brechen. Und es war schon interessant, was Leon mir dann mit dem wenigen, womit wir dann gesprochen, beziehungsweise über Gestik und Mimik, das Spiel, das ich angeleitet habe, mir da an Informationen gegeben hat. Ich würde gerne mit dir ein Spiel spielen, okay? Ja. Ja? Aber du brauchst mir nicht zu antworten. Du brauchst mir nur Zeichen geben. Nur wenn du ja sagst, dann nickst du. Und wenn du nein meinst, sollen wir das machen? Ja. Du kommst ja jetzt bald in die Schule. Komm, setz dich mal zu mir. Macht dir das Sorgen? Der aufgeweckte Lehrersohn zeigt der Familienhelferin deutlich, dass die bevorstehende Einschulung bei ihm eher Vorfreude als Angst weckt. Doch dann stößt die Therapeutin bei ihrer Ursachenforschung zur Leons Fantasiesprache auf eine heiße Spur. Und in deinem Kindergarten? Gibt's da auch Kinder, mit denen du so sprichst? Ja? Weißt du was, Leon? Ich gehe jetzt erstmal noch mal zu deinen Eltern runter. Ja, wir sehen uns bestimmt gleich nochmal, oder? Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Kinder gerade in Leons Alter in Geheimsprache sprechen. Und man sollte die Kinder auch in Ruhe lassen. Wenn allerdings die Kinder anfangen, immer in Geheimsprache zu sprechen, auch außerhalb ihres Spielens, ihres Tuns mit Erwachsenen, überhaupt nicht mehr reagieren, sondern nur noch so ein Kauderwelsch von sich geben oder sich eben auch nicht mehr preisgeben über ihre Geheimsprache, dann sollte man schon sehen, dass man guckt, was ist der Grund dafür, insbesondere dann, wenn es zu lange anhält. Ja, das war sehr interessant, jetzt sich mit Leon noch mal zu unterhalten. Er hält ja wirklich auch ganz klar an seinem Konzept fest. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt wohl doch schon ein Kind oder Kinder, die so sprechen wie er. Nach seiner Aussage. Also ich habe die Information, dass er das einzige Kind ist. Ich habe ja extra mit den Kindern genau gesprochen. Mhm. Er ist da das einzige Kind, das da mit einer Geheimsprache rumläuft und auch die ganze Zeit spricht.
Ja, aber er hat das schon also sehr glaubhaft vermittelt, dass es da noch jemand anderen gibt. Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, da ist ein kleiner Junge jetzt erst vor kurzem mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, Sahid. Der spricht wohl kaum Deutsch, aber der spricht halt keine Geheimsprache, deswegen... Aber wenn ein anderes Kind dort ist, was eben nicht so gut Deutsch spricht, wird es vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen von den Erzieherinnen. Da haben Sie schon recht. Ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass Leon da was aufgegriffen hat. Aha, wenn ich etwas anders spreche, erhalte ich mehr Aufmerksamkeit. Ja, da ist er. Leon. Leon. Schau mal, Leon, komm mal zu mir. Wider Erwarten stört es den Vorschüler jedoch überhaupt nicht, dass die Erzieherinnen im Kindergarten den kleinen Said womöglich mehr Beachtung schenken. Um herauszufinden, dass der Auslöser für Leons Sprachverhalten stattdessen wesentlich näher liegt, muss Rosella Blumenthal erst einige Tricks anwenden. Ich würde Sie gerne einladen, dass wir gemeinsam ein Spiel spielen. Ne? Okay. So wie das Familien halt miteinander macht. Das ist für dich, nicht? Okay. Können wir vielleicht auf der Couch Platz nehmen? Ja? Die Aktion Charade, das Spiel kennt fast jeder, ist aber ein gutes Medium, dass man eben ohne Worte, also nonverbal, sich zum Ausdruck bringt. Ich hatte die Hoffnung, dass Leon sich über dieses Spiel etwas mehr öffnet, weil Kinder machen total gerne ihre Eltern nach. Und was dabei rausgekommen ist, das war ja wirklich interessant. Also so, du brauchst nicht reden. Ne? Mama und Papa auch nicht, sondern dass man etwas zeigt vom anderen, was du von Mama oder von Papa kennst und Papa von Mama und Mama von Papa, was so typisch ist. Dem Lehrer fällt als erstes ein, wie seine Frau immer ihr Haar hinters Ohr streicht. Daraufhin macht Leon die Herzgeste seiner Mutter nach und zeigt, wie sein Papa ihm immer durchs Haar streichelt. Nach dieser kurzen Aufwärmübung kann die Therapeutin tiefer gehen. Dass sie zum Beispiel einen Satz formulieren. Mhm. Einen Satz, der ganz typisch ist. Okay? Okay, ja, fangen Sie doch an. Was sagt Mama immer? Ich muss überlegen gerade einen Moment. Das ist gebucht, sagt sie meistens, wenn irgendwas so besonders oder erledigt ist. Dann sagt sie immer, das ist gebucht. Okay. Das fällt mir jetzt so spontan. Also mein Mann sagt immer, im nächsten Leben werde ich was anderes. Verstehe. Ne? Ja. Und Leon, was fällt dir denn ein? Nein, das ist falsch, das geht anders. Was? Sag noch mal ein bisschen lauter. Nein, das ist falsch, das geht anders. Nein, das ist falsch, das geht anders. Wenn du was Falsches sagst. Ja. Ich habe ja das Spiel dann erweitert und wir haben mit Sätzen gearbeitet. Sag mal einen Satz, der typisch ist für Mama, für Papa. Und ich hatte dann den Eindruck, dass es regelrecht aus Leon herausgebrochen ist. Und da fiel es Leons Vater auf, dass das ein Satz ist, den er immer sagt. War ja auch der Satz von Leons Papa. Und da ist mir noch mal richtig bewusst geworden, wie schwer Worte tatsächlich treffen und wiegen können. Leon. Schau mich mal an. Ist doch nicht böse gemeint. Ist traurig, Leon, ne? Darüber, ne? Dass der Papa dich immer verbessert. Das war aber nicht so, war mir auch nicht so bewusst. Dass es, du weißt ja im Grunde, wie es richtig ist. Es ist ja auch nur manchmal. Der Vater hat versucht, Leon immer zu korrigieren mit dem Satz, das ist so nicht richtig, das ist falsch. So in die Richtung. Und das hat Leon so zu schaffen gemacht, dass er einfach die Sprache verweigert hat. Also das ist ganz wichtig, ja, dass ihr auch bitte da etwas achtsamer sind, auch in Zukunft. Ja, verstehe ich. Er ist ja auch ein sehr aufgewecktes Kind. Ja. Ne? Und du gehst ja jetzt und bei das den kann Schule nur, ja, aber das wird mit der Zeit kommen. Alles gut wieder? Ja. Gut, ja, perfekt. Okay. Ich denke, dass die Familie Tillmann, also Vater und Mutter von Leon, sehr wohl verstanden haben, dass es mehr Achtsamkeit erfordert, gerade im Hinblick Vorbereitung auf Schule und gerade auch im Hinblick mit dem Beruf, den Leons Vater auch hat, er ist ja auch Lehrer, dass man eher auch Gefahr läuft, seine Kinder zu hohen Erwartungen auszusetzen. Und ich glaube schon, dass sie in Zukunft da mehr drauf achten wollen und auch daran arbeiten möchten. Leons Papa hat sein Versprechen eingehalten und korrigiert seinen Sohn nur noch auf förderliche Weise. Seitdem spricht der wissbegierige Sechsjährige wieder völlig normal, freut sich auf die Einschulung und fragt seinen Eltern Löcher in den Bauch.